Jo Leute, Sieden hier am Start und willkommen zu einem neuen Boruto-Video und damit geht's rein nach so langer Zeit, nach so langem Warten, endlich rein in den Code Arc. Wir sind am Start mit Folge 287, das Warten hat ein Ende, ohne Spaß, ich kann es gar nicht glauben, endlich wieder Content, let's go. Das Ganze geht jetzt hier los mit dem Code Assault Arc, so wird er benannt. Bin ich mal gespannt, ob die komplett durchziehen das Jahr über oder ob sie irgendwann einen Cut ansetzen, sobald der Anime den Manga wieder quasi eingeholt hat mäßig. Wir haben einiges, über das wir sprechen können. Wir haben ein neues Key-Visual ebenfalls für diesen Arc hier. Also, wir gehen jetzt ins Detail rein in diese Episode. Wenn es euch gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da für den Baba-mäßigen Support und natürlich ein Abo auf dem Kanal, wenn ihr nichts mehr zu Boruto oder Naruto verpassen wollt. Lasst ein Abo auf dem Kanal da. In den nächsten Tagen kommt auch ein neues Manga-Kapitel raus. Habe ich auch sehr Bock drauf. Wird wieder sehr interessant werden. Wir gehen rein in das ganze Geschehen. Let's go. Erstmal eine Sache, die mir direkt aufgefallen ist. Ich glaube, das merkt man auch, wenn man die Folge direkt beginnt. Die Atmosphäre ist eine andere als die letzten 50 Folgen über. Also wirklich nicht mehr normal. Ich will das echt nicht disrespecten, aber ihr wisst selber, letztes Boruto-Jahr war absoluter Dogshit. Und wenn ich diese Episode mir anschaue, dann merke ich direkt wieder, yo, es geht wieder los. Also es geht wieder um was, es ist wieder ernster, man merkt das einfach, es ist irgendwas in der Luft so mäßig, also das finde ich einfach sehr, sehr gut, wie man das rüberbringt. Generell habe ich ja schon vor ein paar Tagen ein Video gemacht, wo ich darüber gesprochen habe, dass ich den Übergang zu diesem Code Arc im Anime nicht so gut finde. Man hätte das definitiv smoother auf die Beine stellen können. Da hätte man definitiv Vorarbeit leisten können. Das hat man gar nicht getan. Was ich auch ein wenig schwierig finde, da man jetzt wieder so ein bisschen Sachen thematisiert, die vor 50, 60 Episoden halt über einem Jahr thematisiert wurden. Da hast du quasi mitten in einem Manga-Kapitel einen Cut angesetzt, eine Pause gelegt, wo Amado Sachen über Code und den Limiter erklärt hat. Und die Sachen, die im Chapter noch nicht adaptiert wurden, wurden dann jetzt mit dieser Episode zu Ende adaptiert. Dieser Übergang von den ganzen Anime-Only-Sachen hier jetzt wieder zum relevanten Kram hat sehr abrupt stattgefunden, meiner Meinung nach. Und ich finde, ja, definitiv, das hätte man besser lösen können. Ich glaube, ich muss das nicht weiter erklären. Ich meine, wir haben 50, 60 Episoden Boruto, Kawaki und die anderen alle begleitet. Und auf einmal hält Boruto wieder dieses Glas mit den Pillen von Amado in der Hand und spricht wieder darüber, dass er die jeden Tag nehmen muss. Und hier und dort und Code ist wieder eine Gefahr, bla bla bla. Aber das letzte Jahr über hat keiner auch nur ein Wort darüber verloren. Also sehr weird an der Stelle, zeigt aber meines Erachtens nach, wie stark sich die Atmosphären von den jeweiligen Arcs her unterscheiden können. Kommen wir erstmal auf den Anfang der Episode mit Code und Ishiki zu sprechen. Und Ishiki vertraut ja sein Vermächtnis an Code an. Code hat das weiße Karma mal, also quasi nur die reine Stärke des Karmas. Anders als Kawaki bildet er kein Gefäß, er hat keinen Otsutsuki im Rücken oder im Nacken. Dementsprechend vertraut Ishiki sein Vermächtnis an Code an, dass er die Chakrafrucht frisst, Boruto und Kawaki jeweils an den Yubi verfüttert und vom Planet zu Planet reist, um der absolute Übergott zu werden. Was wir als Panel noch nicht adaptiert bekommen haben vor einem Jahr, jetzt sehen wir es. Und es war sehr wichtig hier für das ganze weitere Geschehen. Denn im Manga könnte man nie so richtig deuten, ist das jetzt im Background das Yogan oder nicht. Jetzt im Anime haben wir das Ganze adaptiert bekommen und ich kann immer noch nicht sagen, ob das das verschissene Yogan ist oder nicht. Also keine Ahnung, man hält sich das heftig offen, weiß nicht, ob das eine Idee ist, die man verworfen hat, ob das einfach random reingeschmissen wird, irgendwann mal, keine Ahnung. Echt überhaupt kein Plan, wie man das Auge von Boruto, diese Kraft, mit einbeziehen möchte. Aber hey, im letzten Kapitel hat man auch eine Kleinigkeit zu Himawari bekommen. Vielleicht wird das einfach random reingeschmissen. Wer weiß, keine Ahnung. Vielleicht ist es hier an der Stelle das Yogan. Vielleicht hat es hier was mit dieser Gottheit zu tun, mit dieser Otsutsuki-Gottheit. Vielleicht ist es auch einfach nur eine Darstellungsart. Keine Ahnung, werden wir sehen. In Konoha werden dann die Clawmarks von Code gefunden und wir kriegen so ein bisschen die Erklärung,
Erklärung, was Code so drauf hat mit den Clawmarks, dass er sich hin und her teleportieren kann, überall wo die Clawmarks eben am Start sind. Er kann die Clawmarks auch auf Personen packen und sie dann dementsprechend noch durchbohren. Das macht er auch in dieser Episode, als er dann bei dieser Station von Boro auftaucht und versucht, seine nächsten Schritte durchzuführen, wird er natürlich beschossen und angegriffen und die macht er halt alle easy fertig. Hier haben wir auch einen Anime-Only-Kampf, der nicht wirklich meddert, der nicht wirklich wichtig ist. Es ist halt irgendein Typ, der sich mit Drogen vollballert, um Code aufzuhalten, wird aber letztendlich trotzdem fertig gemacht. Die Animationen dieser Episode waren an manchen Stellen alright, an manchen Stellen ein bisschen wack, sag ich ganz ehrlich. Was man definitiv anmerken sollte, und da hat der Anime sich anders entschieden als der Manga, ist, dass Kawaki derjenige ist, der hier über alles aufklärt. Wir haben teilweise schon eine Erklärung, wie gesagt, von Amado vor einem Jahr bekommen, weil das Kapitel, welches adaptiert wurde, zur Hälfte schon adaptiert wurde in der Vergangenheit und der Rest halt eben in der heutigen Episode. Aber Kawaki ist hier nochmal derjenige, der extra Informationen bietet, die er im Manga eigentlich gar nicht wusste, oder zumindest wurde das nicht gezeigt, dass er derjenige war, der das gesagt hat, sondern da war es wirklich komplett nur Full Amado, der Naruto und Shikamaru aufgeklärt hat. Während hier jetzt in der Anime-Episode von heute Kawaki komplett im Fokus steht, Boruto zu erklären, wie es um Code steht und dass es andere Cyborgs gibt, die von Jigen beseitigt wurden, beziehungsweise Jigen hat Boro damit beauftragt, dass diese beseitigt werden. Im Manga hat Kawaki sich lediglich auf Code bezogen und gesagt, dass der stärker ist als Boro oder Delta, aber er hat kein Wort darüber verloren, dass Cyborgs auf Jigens Befehl weggeschickt wurden mäßig. Das war alles das Werk von Amado, beziehungsweise das wurde alles von Amado aufgeklärt. Im Anime haben wir hier jetzt eine Änderung und man könnte das vielleicht aus dem Grund gemacht haben, weil in der nächsten Episode das Training ansteht und Kawaki und Boruto sich ja streiten und Kawaki dementsprechend Methoden durchziehen möchte, aufgrund der Tatsache, dass er weiß, dass stärkere Gegner am Start sind, die er ja vielleicht schon kennt. Also natürlich kennt Kawaki Ada und Daimon nicht schon, das wäre ja eine viel zu krasse Änderung, das wird der Anime nicht machen. Ich gehe eher davon aus, dass man sich bewusst dazu entschieden hat, dass Kawaki derjenige ist, der sich darauf bezieht, damit man in der nächsten Episode während des Streits von Boruto und Kawaki einen größeren Beweggrund gibt, warum er die Shinobi-Weise ablehnt und er sich nach größerer Kraft sehnt, weil er weiß, dass es krassere Leute als Jigen gibt. Dann sind natürlich noch so ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel diese Fernsehübertragung, wie Boruto interviewt wird, dass irgendwelche Mädels aus dem Dorf auf Boruto stehen, weil er so cool ist mäßig. Das ist natürlich alles rausgelassen worden, das findet hier nicht statt, aber wie gesagt, brauchen wir auch nicht unbedingt. Dann wird nochmal die Idee oder der Vorschlag thematisiert, Code zum Gefäß von Boruto zu machen, dass für den Fall, dass Momoshiki seine Existenz überschreiben kann, er einen Plan B besitzt, aber Boruto weigert sich natürlich und schlägt hier vor, trainieren zu gehen. Code auf der anderen Seite sehen wir dann in der Station, Buck natürlich ebenfalls, der hier die ganzen Cyborgs bewacht und holy shit, da hat man definitiv alles an Animation für diesen einen Moment für Ada gespart, nicht mehr normal. Damit endet die Episode, Code und Ada treffen sich. Was mir ebenfalls bei der Folge aufgefallen ist, ist, dass bei dem Gespräch von Kawaki und Boruto sich Kawaki völlig nur darauf fokussiert, Codes Existenz auszulöschen, anstatt Borutos Leben zu retten. Was ich auch ein bisschen weird finde. Generell, ich weiß nicht, ob das daran liegt, weil man das Chapter hier über einen Zeitraum von einem Jahr aufgesplittet adaptiert hat. Keine Ahnung, aber ich finde die Entscheidung hier für eine Anfangsepisode nicht so nice, dass man hier ein paar Sachen abändert. Wir können gucken, wie das nächste Woche ausschaut in Bezug auf Kawakis Entscheidung beim Training nicht so ganz mitzumachen. Das kann vielleicht dann ihm mehr in die Karten spielen, warum er es so begründet nächste Woche. Aber ich finde, hier ist nicht so detailliert etwas
gesagt worden, wie es im Manga der Fall war. Im Manga ist man explizit darauf eingegangen, okay, die sind bei 80% Otsutsuki-Körper, Momoshiki ist irgendwie noch am Start. Der Anime hat das mit den Pillen ja sowieso anders gehandelt als der Manga. Also das wurde in der Vergangenheit schon sehr geändert, weswegen man jetzt so ein bisschen merkt, dass hier ein paar Ungereimtheiten stattfinden. Insgesamt als Einstieg alright, fand ich gut. Ist jetzt keine 10 von 10 Folge für mich, aber ich bin auf jeden Fall glücklich darüber, dass wir jetzt den Einstieg in den Code Arc bekommen haben, dass es endlich losgeht, und ich denke, das kann sich hier von Woche zu Woche einfach nur noch steigern und wir werden sowieso wieder die krassen Studio Pierrot Folgen bekommen. Ich möchte auch nochmal betonen, diese Folgen sind nicht von Studio Pierrot gemacht, ne? Und das sieht man auch. An der Stelle hoffe ich, dass die krassen Kampfepisoden die nächsten Wochen und Monate richtig krass aussehen werden. Das Opening ist by the way auch ein bisschen geupdatet worden, aber nicht allzu krass, nur ein bisschen von Bewegung her. Ansonsten gab es da keine Veränderung. Damit wäre ich also fertig für heute. Lasst mir gerne eure Meinung zur Folge unten in den Kommentaren da und natürlich wie immer für den Support einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo auf dem Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, und wir gehen die nächsten Tage rein ins neue Boruto-Kapitel. Verpasst das auf keinen Fall. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao!